Hallo Reptilienfreunde, bevor es losgeht mit dem heutigen Video, eine kleine Bitte von uns. Abonniert doch unseren Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen und ihr macht sowas wie heute erst möglich. Die Verlosung zum Beispiel eines Steckschlüsselsatzes der Firma Wirt. Wir würden uns freuen und nun viel Spaß beim Video. Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven, das ist mein Sohn, mein Even, Kameramann und Assistent. Da unten seht ihr Woody. Ja, und heute geht es nicht so wie angekündigt um den Einbau der Beregnungsanlage. Da fehlen mir leider noch ein paar Teile, aber das ist nicht schlimm. Heute geht es um wahrscheinlich das lang ersehnte Video der Verlosung des Steckschlüsselsatzes von der Firma Wirt. Wer nicht weiß, warum ich hier Werkzeug von Wirt verlose, der klickt mal in meine Playlist. Da seht ihr das letzte Video. Die Firma Wirt hat mich freundlicherweise auch im letzten Video unterstützt mit Werkzeugen, um hier zum Beispiel meine Belüftung einzubauen und demnächst auch meine Beregnung. Nochmal dafür tausend Dank an die Firma Wirt. Und als Dankeschön hat die Firma Wirt natürlich auch noch was rausgehauen. Das wird heute verlost. Zusätzlich guckt ihr unten nochmal in die Beschreibung, habt ihr die Möglichkeit, auch als Privatmann, was ungewöhnlich ist, kontaktiert unten die E-Mail-Adresse. Da habt ihr auch die Chance, als Privatmann bei der Firma Wirt einzukaufen. Ja, was wollen wir heute machen? Heute kommt noch mal kurz ein kleiner Clip dazu, wie ich hier mit der Wirt Schaumpistole und dem Schaum unten meinen Teich isoliert habe. Leider musste ich da ja ein bisschen umdenken. Eigentlich wollte ich da unten ja die Vorschaltgeräte lassen und den Teich von unten erhitzen. Aber die Arbeit zeigt den Weg. Und ich will ja auch nicht nur gute Sachen zeigen, ich will auch zeigen, dass auch mal was schief geht. Schauen wir gleich mal rein, wie es geworden ist. Des Weiteren zeige ich euch gleich nochmal so einen kleinen Spoiler, wie es weitergeht. Ich bin ja hier nicht untätig, sondern die Rückwände sind komplett beschichtet. Das kommt auch in einem neuen Video. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal an, was ich gemacht habe. Und dann zum Ende zeigen wir euch, was das hier mit diesen ganzen Toilettenpapieren auf sich hat. Ja, und dann sehen wir uns bis zum Schluss bei der Verlosung. Und wir werden natürlich auch noch den Knarrenkasten unterschreiben. Genau, da haben wir nämlich, das haben wir ganz vergessen. Oh, wo, irgendwo, ach, hier steht sie doch, bei Woody. Ist natürlich eine der jetzt 4 Unikarten, die erste von Even gebastelte Karte, die kommt natürlich mit dazu. Ich freue mich schon auf den Gewinner. So, los geht's. Gut, hier nochmal ja, ein kurzer Blick unten in dieses Höhlensystem, was ich entweder als Höhle oder am Anfang natürlich auch als meine Schabenzuchtbox nutzen will. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier isoliert mit dem Schaum. Das ist keine Schönheit geworden, aber es ist, hat funktioniert. Es war sau schwierig unten mit dem Platz, aber es ging mit der Pistole wirklich gut, weil man die super fein justieren kann. Ja, das ist hier unten der Part. Ne, ganz normal auch hinterher logischerweise zu schließen. Und hier ein ganz kleiner Ausblick. Dazu kommt noch, hier seht ihr mal einen meiner Rückwände. Das ist ja ein Teil meiner Mangrovenwurzel, wie ich das gemacht habe und warum das Ganze immer noch nicht auseinanderfällt. Ich kann es hier hochnehmen, es ist noch immer noch ultra leicht, ne, unzerstörbar. Ja, das schauen wir dann in einem nächsten Video. Aber jetzt lasst uns mal gucken, wie ich das mit dem Schaum gemacht habe und wir sehen uns dann bei der Verlosung. Ja, was ich heute noch machen will, ist einmal nochmal hier das Teich untere nochmal einzuschäumen, zwecks der Isolierung. Ja, eigentlich, wie gesagt, sollte ja da die ganzen Vorschaltgeräte der Lampen mit drunter. Aber gut, ist wie es ist. Ich werde es jetzt isolieren, damit dann hinterher das 26, 27 Grad warme Wasser hier nicht nach unten so verpufft. Ja, dafür verwende ich natürlich, ne, heute mal die Pistole und den Schaum und Reiniger, was ich von Wirt bekommen habe. Bin ich mal gespannt. Ich denke, das wird einwandfrei funktionieren. Los geht's.
schön so fein, dass man das so fein hier verteilen kann, muss ich sagen. Ja, schöner wäre es gewesen, hätte ich das im ausgebauten Zustand, hätte ich gewusst, dass ich hier das alles nicht so bauen kann, wie ich es will. Aber die Arbeit zeigt den Weg, war schon immer so ein Spruch. Jetzt muss ich es so machen, jetzt sieht es nicht schön aus, aber es ist isoliert. Und ich muss sagen, hiermit kann man es so fein justieren, dass ich es hier auch an diesen Stellen hier zum Halten bekomme. Echt top. Jo, haben wir das Ganze fertig. Schaut mal, hier mit dem Reinigungsspray. Jo, ist die ganze Pistole eigentlich wieder wie neu. Kann man also mehrfach verwenden, das ist leer. Ja, das Ergebnis, es ist natürlich sau schwierig hier unten in diesem engen Raum das zu isolieren, aber ich denke mal, das ist ganz gut geworden. Es geht ja auch nur ja, um ein bisschen Isolierung und nicht um Schönheit. Ja, ich bin voll zufrieden. Jetzt habe ich wieder eine Pistole. Ja, danke nochmal an die Firma Wirth. Au, nicht beißen! Au! Alter, diese Kampfratte. Okay, hier ist Blackie, unsere Kampfratte. Nein, das ist natürlich kein Terrariumfutter. Das ist heute die Prinzessin, die den Gewinner ziehen wird. Und Ivan, wie wollen wir das machen? Was haben wir hier gebaut? Zeig mal, was wir gemacht haben. Also, wir haben Papprohren genommen, haben Papierstreifen und haben da die Namen drauf geschrieben. Genau. Und die legen wir jetzt alle da rein und Blackie wird dann eine anknabbern und die als erstes angeknabbert hat, hat gewonnen. Genau, so haben wir es gemacht. Wir versuchen das jetzt so zu filmen, dass das hier kein Schmuh und kein Betrug ist. Wir schmeißen alle Röhren, die wir beschriftet haben. Ich gucke mal ganz kurz. Diesen Namen hier, das kriegen wir niemals hin. Ipazimatik. Das ist der Jörn, der hat uns geschrieben, dass er den Knarrenkasten haben möchte. Der Thomas Sternchen Sternchen, übrigens eine super Batagam Homepage oder was heißt Homepage, ein Kanal, den verlinke ich nochmal, das schaut euch an, das ist ein Muss. Dann haben wir den Volker Kaufmann, der auch geschrieben hat, dass er dabei sein möchte. Dann haben wir den Tobias 2307, der auch mitmachen möchte. Dann Marx Terrawelt, das kann ich auch nur empfehlen, guckt euch die Paludarienbauten an, einfach nur Wahnsinn, was der zusammenzimmert. Dann haben wir den Hausratte, ha, auch ein toller Name. Dann haben wir den Metin 2 Demos, das ist ein Spiel, das habe ich übrigens früher ganz lange gespielt. Und dann haben wir noch einen der letzten Sieger, den David, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, David Grucho. Das ist zum Beispiel einer der Gewinner, der diese Karte gewonnen hat. Und vielleicht packe ich am Ende des Videos noch alle drei Gewinner von dem David Bale, von dem David Grosjeau und ja, den anderen Namen kriege ich jetzt gar nicht auf die Schnelle zusammen, aber ich schneide es kurz zusammen, ich zeige euch die Bilder von den Gewinnern. Ja, jetzt eben schmeißen wir die alle rein und hoffen wir erwischen die erste, die der Blackie anknabbert. Das kann schnell gehen, es kann auch Stunden dauern, aber eigentlich fällt sie da drüber her. Wir schmeißen die jetzt alle da rein, ungeschnitten und gucken, was passiert. Oh, Blackie. Blackie, wie bist du da hochgekommen? Blackie ist da hochgekommen. Rutsch da. Wupp. So, Blackie greift an. Nee, noch nicht. Immer noch nicht. Da wird durchgelaufen. Was macht sie? Oh, da, jawohl, ein ganz klarer Gewinner. Der Volker Kaufmann ist der Gewinner. Da, ganz klar. Herzlichen Glückwunsch, Volker. Ne, das war ein ganz klarer Sieg. Ne, bitte schick mir deine Adresse, kontaktiere mich. Und du bist der stolze Gewinner von dem Wirth-Steckschlüsselsatz. Herzlichen Glückwunsch. Wow, und natürlich bekommst du auch die letzte von den selbstgemachten Autogrammkarten. Cool, melde dich bei mir und herzlichen Glückwunsch. Leider Platz 2, David, da wäre beinahe ein Sieg gewesen. Die Nummer 2, schau mal, dich hat sie gleich danach angeknabbert. Aber das zählt nicht. Und schon wieder da. Okay,
Dann sage ich einfach mal danke und wir sehen euch beim nächsten Video. Tschüss. Ciao. So, und zum Schluss nochmal herzlichen Glückwunsch Volker Kaufmann zum Gewinn des tollen Steckschlüsselsatzes. Aber hier nochmal eine kleine Auflistung der letzten Gewinner von unserem 100-Abonnenten-Special. Einmal den Gary Bale aus England, dann hatten wir den Bastien Rouge aus Frankreich und den David Couchot aus Deutschland. Danke euch nochmal und ja, für den Rest, ne, vergesst nicht, lasst vielleicht ein Abo da, dann könnt ihr uns ein bisschen unterstützen. Und nun, ciao, ciao, wir sehen uns beim nächsten Video.